Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber. Jo, Cargo, genau. Gut, wir sind dabei, die IC-1-Strecke zu bauen. Jetzt gab es ja noch einige Kommentare in puncto Weißwasser, S-Bahn und so weiter. Der Bahnhof da, den ich gebaut habe, oder die beiden Bahnhöfe, die sind lebensgefährlich. Das stimmt. Da müssen wir was machen, die haben wir eh gleich hier. Aber ich würde sagen, liebe Leute, lasst uns das verschieben, bis wir die S-Bahn sage ich schon, die IC1-Strecke fertig gebaut haben. Hier müssen wir wirklich was machen. Zum Beispiel hier noch Betonplatten hin. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das geht halt nicht auf dem Bahnhof direkt. Aber wenn wir hier ein Gleis legen, können wir natürlich was machen. Das werden wir machen. Und hier oben fehlt noch eine Straße. Die lassen wir aber mal noch weg. Also die Autobahn im Prinzip hier. Jo, habe ich vergessen wieder zu bauen. Ist aber egal, denn hier kommt ja der IC1 dann durch. Da müssen wir die Straße nur wieder abreißen. Von daher ist das eigentlich egal. Und jetzt haben wir noch was ganz Kleines. Das mache ich jetzt mal noch. Das habe ich ganz vergessen. Dass das Schloss, unser Aussichtspunkt, das ist ja ein Depot. Sprich, wenn wir hier ein Fahrzeug kaufen. Jetzt freut sich gerade jemand. Nämlich der, der die Idee hatte. Vielen Dank dafür. Ja, wir können hier eigentlich ein Fahrzeug kaufen. Und jetzt bin ich selber gespannt, wo kommt dieses Fahrzeug dann raus? Kommt das hier aus dem Tor raus, so richtig animiert? Wir werden es gleich wissen. Das werden wir nämlich jetzt kurz machen. Ich muss aber kurz gucken. Linie 135. Wir nehmen auch so einen alten Bus. Und weisen der Linie 135 zu. Linie. Jetzt bin ich echt auch gespannt. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich irgendwie dachte ich, das sei ein Wegpunkt. Oh, da steht er ja schon. Guck mal. Das ist ja nett. Okay, mal gucken. Okay, das mit der Parkbank nimmt er nicht so genau. Aber die kommt tatsächlich hier rausgefahren. Das ist ja schon sehr nett. Danke für die Idee. Wie gesagt, ich dachte, das sei ein Wegpunkt. Da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass man hier noch Fahrzeuge kaufen kann. Sonst hätte ich das von Anfang an so gemacht. Jetzt sehen wir hier sogar mal noch einen Bus, wie er über unsere Steinbrücke fährt. Auch nicht schlecht. Der Bus ist halt schon nett mit diesem Fahrer drin. Also ich denke es immer wieder. Ja, und das Schloss, das hat ja auch großen Anklang gefunden. Das hätte mich auch gewundert. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Also, sagenhaft, wie man sowas machen kann. Ich bewundere das. Ich habe von Modden keine Ahnung. Von daher, heiliges bisschen. Respekt, Respekt. Hier ist eh schon ordentlich was los. Guck mal, da fehlt eben noch Eisenbahn. Da gab es Vorschläge mit einer Bimmelbahn rundherum. Ich bin nicht so, nee, nicht Bimmelbahn. Ich hätte gern hier unten aus Neuberend nochmal eine Dampflok hier außenrum, habe ich ja gesagt. Aber das machen wir zu gegebener Zeit. Wir machen nochmal schnell Pause. Das läuft mir hier sonst alles zu schnell. Denn jetzt machen wir mit dem ICE weiter. Dann S-Bahn und so, das kommt alles noch. Ich möchte jetzt hier den Bau nicht unterbrechen eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn stehen geblieben? Hier. Okay, das können wir eigentlich nochmal abreißen. Denn es gab noch einen Kommentar. Ja, im Prinzip ist es klar, hier möglichst nach dem Fluss wieder in die Höhe kommen. Also nur bis kurz nach dem Fluss bauen, dann an Höhe gewinnen. Das Problem ist einfach, es ist hier so zugebaut, alles mit Gleisen und so weiter. Wir haben kaum den Platz, aus der Erde rauszukommen und dann zum Beispiel auf eine Brücke zu gehen. Also das Beste, meiner Meinung nach, ist tatsächlich dieses Tunnel. Das kommt hier perfekt zwischen Straße und Bahnhof raus. Dachte ich zumindest. Wo kommst du denn raus? Noch nirgends. Müssen wir noch in die Höhe? Nee, das kam doch irgendwo raus. Nein! Ich habe es doch das letzte Mal gezeigt. Ach so, Moment. Ich hab's direkt verbunden. Dann kommt's raus. Genau. Also das hätten wir. Ich habe ja auch noch das Problem, dass wenn ich Tunnel in verschiedenen Etappen baue, dass ich dann am Schluss hier irgendwie so ein Nudelmumpf-Dingens habe statt einem Portal. Von daher, ich muss das fast in einem Stück bauen. Wobei, das sind jetzt auch zwei Teile. Das ist ja auch komisch. An was das dann wo liegt, ich weiß es nicht. Wir machen mal noch nicht gekauft, sondern wir gucken hier doch nochmal schnell. Denn wenn das ja funktioniert, nehme ich mal an, das wird auch funktionieren, wenn wir es jetzt doch noch kurz anders probieren. Ja, aber eben, wir kommen nicht raus. Wir haben keinen Platz, nicht dazwischen. Wir haben die Wahl zwischen Hochgeschwindigkeit 300 km/h, dann müssen wir möglichst gerade
das Ganze bauen. Oder wir könnten es ein bisschen kurvig machen. Hier lang noch, dann hier rüber über eine Brücke, hier wieder geradeaus. Dann hätten wir wieder den Platz, um in die Höhe zu kommen. Aber dann fährt der ICE niemals 300. Also der fährt sowieso keine 300, das geht nicht. Das ist, man könnte bei der größten Map von links oben nach rechts unten eine gerade Strecke bauen für einen Schnellzug. Der kommt trotzdem nicht auf 300 km/h. Das geht einfach vom Spiel her nicht. Aber ich möchte ihn halt auf Maximaltempo haben. Also 200, 250 soll der drauf haben. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich das so lassen und da anschließen oder soll ich das nochmal abreißen? Das hat ja doch auch ein bisschen Geld gekostet. Das ist zwar nicht der Punkt. Ach, wisst ihr was? Wir testen das jetzt mal. Das irgendwie, das soll ja, ist ja auch irgendwie was Besonderes, diese Strecke. Von daher, lasst uns doch die Zeit nehmen. Wenn wir hier runtergehen, dann kriegen wir da das Tunnel wieder. Okay, das ist ungefähr am selben Ort. Das passt. Und jetzt aber hier einfach so, dass wir unter dem Fluss durchkommen. Und hier hinten müssen wir gucken, wo müssen wir hin? Irgendwie so. Oder irgendwie hier rauf am besten. Sonst müssen wir hier gleich... Hier haben wir wieder den Platz nicht für eine Brücke. Wir können nicht aus der Erde raus und gleich auf eine Brücke. Also müssen wir irgendwie hier nach hier dazwischen gehen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Da könnte man was erreichen. Wenn wir jetzt hier... Eigentlich war es eh anders gedacht, ich weiß. Bis kurz nach hier gehen. Das im Prinzip bauen und dann in die Höhe gehen. Das könnte man auch mal testen. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen rauf? Nein. Also das ist das sozusagen höchstmögliche Gefälle. Wir bauen das mal. Dann gucken wir. Jetzt sind wir hier. Und jetzt möchten wir eigentlich möglichst wieder in die Höhe. Es wird aber halt nichts... Das gibt hier was ganz Krummes. Es wird halt nichts daran ändern. Wir haben den Platz hier dazwischen nicht für eine Brücke. Geht nicht. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Wo ist denn hier Höhenverstellung? Hallo? Hallo Spiel? Ist wieder alles im Weg hier. Knubbels und Zeugs. Ich gucke gerade aus dem Fenster noch so nebenher. Das ist so schön. Es ist so ein nebliger, kühler Herbsttag. Und ja, das ist halt einfach, es lädt ein, um mit Drehenfieber zu spielen, um mit einer Modelleisenbahn zu spielen. Das ist einfach klasse. Jetzt kommt genau wieder die Jahreszeit, wo das halt einfach noch mehr Spaß macht, wie an einem brütenden Sommertag. So, wir sind aber hier eigentlich gleich weit wie vorhin. Wir haben jetzt hier einfach eine vermutlich hässlichere Tunneleinfahrt. Da muss ich dann mal gucken, ob ich da noch was korrigieren kann. Wir kommen hier nicht raus. Seht ihr, geht nicht. Das ist dann doch, obwohl ich jetzt hier angesetzt habe, geht nicht. Ich würde sagen, ich hoffe jetzt mal, ich kann es immer noch so bauen, wie ich vorhin wollte. Dann mache ich das jetzt. Wir hätten hier zwar Platz, hier würden wir aus der Erde rauskommen. Das würde wahrscheinlich klappen. Aber dann müssen wir hier auf eine Brücke. Und hier hinten ist die Brücke fertig, dann haben wir keinen Platz mehr, um von der Brücke wieder runterzukommen, hier in den Bahnhof rein. Also es ist einfach, die Map ist halt doch schon ziemlich zugebaut. Und es wird halt so rauskommen, wir haben jetzt den ICE halt doch auch hier eine gewisse Strecke unterirdisch. So, das wäre jetzt schön, wenn ich das immer noch... Ja, das klappt jetzt natürlich nicht. Heul. Hätte ich mal das andere genommen. Was passt uns denn nicht? Irgendwo, ja, vielleicht weiter runter. Mit mehr Gefälle. Ja, ja, wir gehen natürlich auch völlig in die Höhe. Wir müssen weiter runter. Geht das so schon? Nee, hat irgendeine Kollision. Okay. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Immer noch eine Kollision. Ich kann es auch hier probieren. Das ist ja eigentlich egal. Womit hat es eine Kollision? Das ist ja irgendwie auch interessant. Muss ich da hinten wieder die Straße noch... So geht's nicht. Die Straße noch abreißen. Das mache ich ohne mit der Wimper zu zucken. Kollision, Kollision, Kollision. Ist schon komisch. Eben vorhin ging's. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Ich hätte das nehmen sollen. Das hat so schön gepasst. Ja, ich lerne schon nie dazu. Nein, man ist dann halt einfach doch... Man möchte doch basteln. Man möchte irgendwie doch gucken, ob man es nicht anders hinkriegt. Jetzt geht's ja gar nicht mehr. Leg das doch hier an. Kollision. Das müsste doch eigentlich eingezeichnet sein. Wo kollidieren wir denn? Eine Kollision kollidiert ja. Im Normalfall. Also hier rüber, hier unten. Hier nach vorn. Eigentlich ist nichts eingezeichnet. Doch, hier ein Auto. Nein, doch nicht. Ein fliegendes, schwebendes Auto.
Sehe ich jetzt nicht ganz, wo wir hier kollidieren. Können wir das denn vielleicht von Hand? Dann kommen wir nicht aus der Erde raus. Aha. Mhm. Wenn wir wieder runtergehen. Das ist interessant. Wir kommen nur aus der Erde raus, wenn wir es verbinden. Und dann haben wir die Kollision. Das, würde ich mal sagen, ist ein bisschen doof. Wo sind wir denn jetzt mit unserem Gleis? Wie weit haben wir denn gebaut? Bis hier nach... Genau. Ich reiß das nochmal ab. Ich schiebe das jetzt aber auch nochmal zu, sonst haben wir wirklich wieder so eine ultra hässliche... Also wieder nicht mal, aber wir haben dann so eine ultra hässliche Tunnel... Einfahrt, Tunnelportal, weil sie ja siebenmal die Erde... verstülpt, umgestülpt, zerstülpt hat. Das muss nicht sein. So, okay. Alles nochmal von Null. Eigentlich ging es vorhin ja mit einem Wisch sozusagen. Wir müssen hier einfach runter. Und dann ziehen wir das mal. Und jetzt ziehen wir es mal ganz frech. Tollkühn, wie wir sind. Gleich mal zum Bahnhof. Mal gucken. Geht es jetzt ohne? Ne, jetzt haben wir 700 Kollisionen und 700 Terra-Angleichungsprobleme. Das ist ja doch eher blöd. Hm. Lass uns mal rübergehen. Wir gehen mal nach hier. Ich glaube, hier. Oder waren wir hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen ja auf die 300 km/h noch achten. Okay, 300 haben wir. Die Richtung wäre aber schon eher nach hier. 300 km/h haben wir. Wir machen mal frech ein modernes Portal hin. Gehen hier so weit drauf, wie wir können. So, vielleicht geht's jetzt. Hm, wenn ich wüsste, warum das vorhin so problemlos ging. Ah, okay, jetzt geht's auch. Gut, das ist ja schön, das ist beruhigend. Jetzt müssen wir nur noch gucken, welches Gleis nehmen wir. Hier fährt unsere Museumsbahn. Hier fährt irgendwas anderes, das ist... glaube ich, die ÖBB Cat und Co., die hier verkehren. Dann haben wir hier dieses Gleis noch. Dann gehen wir in dieses Gleis rein. Das wäre das da. Wo haben wir den hier? Ja. 300 km/h. Schiene passt auch. 1,66 Millionen ist gekauft. Dankeschön. Nett. Jetzt habe ich hier das falsche Portal. Da wurde ich schon mal gerügt. Nein, soll ich jetzt das 1,66 Millionen teure Tunnel nochmal abreißen, weil ich das falsche Portal habe? Ja. Und wahrscheinlich geht's dann nicht mehr. Oh, dann... Leute, dann erwürge ich mich. Dann seid ihr live dabei, wie sich hier jemand bei YouTube... Ohne Webcam ist das zwar kacke. sich erwürgen. Nein, ich möchte mich nicht erwürgen. Ach, übrigens, apropos, ich werde auch nicht Weißwasser abreißen. Keine Bange, das habe ich mal als Scherz auf eine Antwort... Also als Antwort auf einen Kommentar geschrieben wegen dem Geruckel. Nein, Weißwasser bleibt stehen. Ich hänge an der Stadt. Guckt euch das mal an. Wenn es nicht ruckelt, das ist ja wirklich... Ja, wenn es nicht ruckelt, habe ich noch gesagt. Es ruckelt halt. Aber wir werden hier an den Brücken noch was machen. Da habe ich auch noch was ausprobiert. So, ich komme hier völlig vom Thema ab. Reiße ich das jetzt echt nochmal ab? Ich reiße. Ah, sowas Doofes. Ich habe nicht darauf geachtet. Wir werden hier mal nochmal das Ganze einebnen. Denn eigentlich wäre... Mein Ziel wäre schon, dass wir heute den... C1 oder die IC1 laufen lassen, dass wir da mal noch mitfahren können. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Wir haben ja doch noch ein ordentliches Stück Weg vor uns. Das könnte dann doch noch eng werden. Na, wo warst du? Ach, das war eine Direktverbindung. Nee, das war keine Direktverbindung. Doch eigentlich war es als Direkt... Nee, von hier oben, genau. Also hier unten, also hier hinten. Also ja, lieber Heisenberg. Ganz ruhig. So, hier einmal quer rüber. Jetzt müsste man den Bahnhof noch finden. Der müsste hier oben gewesen sein. So, das klappt immer noch. Und jetzt klappt es auch mit dem Tunnelportal. Bestens. 300 km/h, Gleise stimmen. Jetzt. Dankeschön. Das Gleis hier... Ja, jetzt habe ich das falsche... Ich habe das falsche Gleis erwischt. Hm, hat jemand was gesagt? Nee. Nee, nee, passt schon. Wir haben das Geld. Wir haben, oh Gott, wir sind schon unter 3 Millionen. Hilfe. Nein, da gibt's, wenn wir wirklich irgendwie mal Probleme mit dem Geld kriegen. Also das hat jetzt aber keiner gesehen, was ich hier gemacht habe. Das falsche Gleis, wenn es schon passt, um Himmels Willen.
wenn wir mal Geldsorgen haben und trotzdem weiter schön bauen wollen, was ich für meinen Teil möchte, dann gibt es immer noch eine Mod, die keine Kosten mehr verursacht werden und. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, also dritter Versuch. Heiliges bisschen. Wo bist du? Ja, so wird es schwierig mit dem ICE, dass wir den heute noch sehen. Das falsche Gleis erwischt. Ich habe es gemerkt, als ich gesehen habe, dass das ein Hochgeschwindigkeitsgleis war, weil mir vorhin auffiel, dass dieses Gleis, das wir verwenden, eben kein Hochgeschwindigkeitsgleis war. Dieses Portal, diese Schiene mit Oberleitung in dieses Gleis. Was kostet das eigentlich? 1,6, okay, das ist für uns ein Pappenstiel. Passt, sieht sogar immer noch gut aus, weil wir es wieder geglättet haben. Und jetzt hier hinten raus. Jetzt werde ich aber gleich noch da die Straße bauen, sonst vergesse ich das nämlich wieder. So, hier hinten raus. Dann hätten wir hier noch gerne Strom. Und, also umgekehrt, Hochgeschwindigkeitsgleis und Strom. Das passt auch. Passt auch. So, und wie kriegen wir jetzt hier die Autobahn hier rüber? Das ist ja hier noch keine Autobahn. Das wird hier zur Autobahn. Ich würde sagen, wir reißen hier mal noch ein Stück ab. Oder wir versuchen es einfach mal mit der normalen. Was ist das für eine Straße? Ist das schon Überland? Nein, Überland hat hier Bäume. Okay, dann ist es innerorts. Die hat aber auch Bäume. Ne, die hat keine Bäume. Okay. Das geht sogar. Gut, da müssen wir nichts abreißen. Da das jetzt aber hier zu einer Autobahn wird, würde ich eigentlich eher so eine Brücke nehmen. Oder die hier. Und nicht die Steinbrücke. Die Steinbrücke haben wir schon ein paar Mal. Kann ich... Nee, flacher geht nicht. Jetzt nimmt es wieder die Steinbrücke. Kann man, glaube ich, so machen. Würde ich mal. Vielleicht ein bisschen gerader noch und dann die Autobahn da anpassen. Ah, dann macht's. Nee, dann nimmt's. Guck mal, dann nimmt's hier die ganze Straße unten mit. Wir können sogar schon anschließen. Wow. Aber dann ist sie mir zu lang. Okay, ich mache jetzt hier kein Drama draus, versprochen. Sondern wir gehen hier hin mit der Brücke. Hier kommen wir mit dem Gleis auch noch unten durch, würde ich meinen. Das müsste eigentlich klappen, sonst bauen wir die Brücke wieder neu. Oh, jetzt sind wir ein bisschen tief. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier überhaupt noch ran? Mit so einer blöden Schanze. Ich sage immer, wir machen das schnell und nachher... Das ist ja... Wieso macht es denn da so eine Grube? Das ist ja doof. Wir wollen doch hier keine Grube. Wozu sollten wir hier denn so eine Grube wollen? So, jetzt geht's ohne Grube. Ist das... Der ist ja doch eine Grube. Moment. Das geht hier zu tief runter. Okay. Ist ja nicht das erste, was wir abreißen heute. Heute ist der große Abrisstag. Ich hab's gleich versprochen. So, wir ebnen das nochmal ein. Und jetzt sollte es doch hier eigentlich keine Grube mehr sein in dem Sinn. So, mal gucken, ob wir nochmal rüberkommen. Die Schanze steht schon. Ja, jetzt geht's vernünftig runter. Okay, jetzt haben wir hier aber die Steinbrücke. Wir machen das noch ein bisschen anders. Moment. Wobei die Museumsbahn, die geht hier hinten sowieso nicht raus. Das können wir uns eigentlich schenken, dass wir hier auch noch unten durch müssen. Also, dann machen wir das so. Und dann schließen wir da aber gleich die Museumsbahn noch schnell ab. Mit einem Prellbock oder so. Das ist doch eigentlich ganz nett so. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Dann mache ich das auch nicht. Okay, dann nehmen wir die. Gekauft. Dann geht's hier rüber. Hier mündet es dann in die Autobahn ein. Die Straße passt mit diesen Herbstbäumen. Okay, den Puffer wollte ich noch setzen. Dann setzen wir doch mal noch einen Puffer. Wo haben wir ihn denn? Da mache ich jetzt kein Depot draus. Denn das würde wahrscheinlich zu viel Platz brauchen. Das kriege ich hier hinten nicht mehr hin. Aber ein bisschen Gleis muss ich noch legen, denn ich glaube, dass wenn das zum Bahnhof gehört, kann ich da keinen Puffer hinsetzen. Kein Strom. Das ist ein bisschen krümelig. Ich versuche es mal unkrümelig. Ja, das ist irgendwie besser. So, den Puffer habe ich gesucht. Puffer? Wie komme ich auf Puffer? Den Prellbock. Ja.
Das müsste doch gehen, dass wir den jetzt hier raufkriegen. Das geht auch tatsächlich. Möglichst weit hinten. Gut, Museumsbahn abgeschlossen. Hier düst der ICE 1 dann durch. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir hier weiter. Ich denke, wir haben eine gute Ausgangslage, indem wir hier auf dieser Seite sind. Hier haben wir Platz, Platz, Platz. Das ist ja fast schon erschreckend, wie viel Platz wir hier haben. Hier werden wir wahrscheinlich zu einer Brücke ansetzen. Und wo wollen wir schlussendlich hin? Nach Neuberend. Hier hinten, haben wir gesagt. Eigentlich hier rauf. Eigentlich wollten wir hier oben den Bahnhof haben. Das heißt, wir müssten hier rüber. Dann hätten wir hier nur zwei Gleise. Hier haben wir eine Straße. Das ist viel besser. Guck mal. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir mit 300 km/h hier den Bogen kriegen. Ich beharre jetzt auf diesen 300 Stundenkilometern. Ich möchte die jetzt so haben, dass der IC wirklich zumindest so schnell, wie er es dann hinkriegt, fährt. Stimmt die Ausrichtung? Hier oben hin. Das ist eigentlich sehr gut. Vielleicht können wir es noch ein bisschen drehen. Kostet das Tempo? Das kostet Tempo. Okay, dann machen wir es hier hinten. Bis hier hinten, 300 km/h. Passt. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier rüberkommen. Das sollte, denke ich mir, mal problemlos gehen. 300 km/h. Nehmen wir mal die Bahnschranke. Dann sind wir hier. Ja, wir müssen nochmal ein bisschen Bogen machen. Können wir denn vielleicht jetzt sogar? Ah, okay. So geht's. Okay. Nochmal Bahnschranke wählen. So. Halt! Falsch, 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 falsch. Was haben wir hier? Ein Gleis? Hier haben wir ein Gleis. Das ist natürlich schlecht. Das ist aber eines der wenigen Gleise, die... Eine der wenigen Gleise, die hier am Weg sind. Machen wir eine Brücke oder... Wir sind dann hier hinten, müssen dann hier nochmal rüber über eine Straße und ein Gleis und hier kommt dann der Bahnhof. Den haben wir gesagt. Maximale Länge, zweispurig. Wo habe ich denn jetzt das Gleis liegen gelassen? Hier unten. Wenn wir unten durchgehen, sieht das fast besser aus. Oder sieht es besser aus oben drüber? Das ist... Die Frage, kommen wir noch rechtzeitig wieder runter? Beziehungsweise kommen wir runter, ist gut. Wir müssen hier sowieso wieder rüber. Und das wieder mit einer Brücke. Das geht nicht anders. Wenn wir hier eine Brücke machen, ja, dann ist doch die Frage, kommen wir runter, hinten wieder rauf, wieder auf eine Brücke. Sonst müssen wir die Brücke durchgehend machen. Wir machen das mal bis hier hin. Und jetzt gehen wir mal in die Höhe. Haben wir noch 300 km/h? Ich habe gar nicht geguckt. Sowas Doofes. Doch, wir haben die 300 km/h. Okay, wir wollen nach da hinten. Aber nicht mit der Brücke, sondern mit der. Stimmt das überhaupt? Ja, das stimmt. Wir können hier eigentlich ordentlich runter. Okay, die Züge kommen hier durch. Das passt. Ich möchte sie aber nicht so lang haben. Sondern... Halt! Erwischen müsste man sie noch. Bis hier hin. Genau, aufgeschüttet. So, und jetzt Brücke, wenn das noch geht. Das müsste eigentlich noch gehen. Müsste, sollte, täte. Nee, da war zwar... Irgendwie habe ich das Gefühl, da war gerade so für einen Moment. Sag jetzt bloß nicht, das geht wieder nicht. Nein! Wir sind zu nah da hinten. Wir sind zu nah am Gleis. Das ist ja ärgerlich. Da müssen wir doch ein bisschen früher. Ein Versuch war es wert. Kann ich, wenn ich jetzt hier das Gleis hier entlang ziehe? Dann hätten wir das. Und jetzt von hier aus eine Brücke. Das müsste doch eigentlich... Ja, das geht. Okay. Das geht sogar sehr gut. Das geht auch mit der hier. Tempo 275. Merk. Fehler. 300. So passt's. Ich sehe es wieder nicht richtig. Das ist wieder Elgenubbel. Passt. Können wir noch weiter? Ne, können wir nicht. Ah, jetzt wieder Steinbrücke. Immer diese Fallen.
Vielleicht noch ein bisschen mehr zurück. Geht das auch? Das geht auch. Dann können wir hier nämlich früher runter. Die 300 haben wir. Ist gekauft. Es hieß noch, die Strecke zweigleisig machen, da es keine Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt, die nur eingleisig sind. Aber ich habe dann geschrieben, wir sind ja nicht, wir befinden uns nicht im Realismus. Also ich möchte die Strecke, frag mich nicht warum, einspurig haben. Klar, hier gibt es irgendwo, werden wir hier ein zweites Gleis machen, damit die Züge kreuzen können. Möglichst nah bei Weißwasser, würde ich mal sagen. Aber sonst soll das soll, keine Ahnung, so ein Pfeil sein, der hier durchschießt, während hier die schweren Güterzüge und so verkehren. So, dies kurz zur Erläuterung. Puh, das gibt doch noch ein ordentlich langes Stück. Ja, okay, wenn was aufschütten geht. Und hier hinten wollen wir wieder auf die Brücke. Das, ja, das geht eigentlich, wenn wir die 300 haben. Haben wir aber nicht. Jetzt haben wir sie. Okay, hier soll richtig mit Tempo der IC1 rüber. Wir gehen nach hier hinten. Wir hätten das Ganze aber gern zumindest bis dort noch eben. Genau so. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Kreuz. Hier eine Brücke rüberbringen mit diesen Abfahrtsstraßen und so weiter. Schwierig. Vielleicht hier rüber. Wir könnten natürlich... Wir lassen das mal und bauen zuerst... Ja, wobei, wenn wir jetzt die Brücke bauen, wir müssen ja dann... Nein, das geht hier auch nicht. die Überlegung war jetzt hier eine Brücke zu bauen. Hier so rüber. Aber wir müssen dann ja den Bogen so machen, dass wir die 300 km/h haben. Also das geht nicht. Wir müssen es von hier aus machen. Also machen wir das mal. Bis hierhin sozusagen normal. Und jetzt gehen wir wieder in die Höhe. Ach, gingen wir sowieso. Gingen wir offensichtlich tatsächlich. Okay. Hier wird wieder aufgeschüttet. Mit 170, das ist schon mal ganz falsch. Na, 300. Und dann hier im Bogen rein. Ich könnte es eigentlich testweise eh schon mal rüberziehen. Nach hier hin. Und der Brücke. Aha. Das ist gar nicht so schlecht. Da hätten wir hier wieder Platz, um runterzukommen, da hinten den Bahnhof hinzustellen. Das würde so passen. Jetzt möchte ich aber wieder nicht so eine lange Brücke, sondern ich möchte sie wieder aufgeschüttet haben eigentlich. Reicht das von der Höhe? Doch. Der LKW passt perfekt unten durch. Wir gucken mal, ob das geht. Wenn wir jetzt die Brücke nehmen. Das geht. Das geht tatsächlich. Okay, sehr schön. Wunderbar. Herrlich. Okay, hier auch. Passt. Das Ganze ist eigentlich relativ eben. Nee. Das ist relativ eben, würde ich sagen. Es ist nicht sehr gerade, aber eben ist es. Wenn wir es ein bisschen... eingräten, begradigen. Wir müssen sowieso ein bisschen in die Richtung, sonst kommen wir hier dann, sonst müssen wir da eine Kurve machen. Dann lieber eine leicht gebogene Brücke. Ja, lassen wir so. Sehr schön, danke. Und jetzt hier runterkommen. Das müsste eigentlich auch klappen. Dann könnten wir den Bahnhof irgendwo hier hinten hinsetzen. Haben wir noch 300? Nein. Aber das ist jetzt auch kein Drama mehr, denn wir kommen in die Gegend des Bahnhofs. Also von daher, da muss er sowieso abbremsen. Das wird er spätestens irgendwo hier hinten machen wahrscheinlich. Nein. Aufschütten. Gut. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Nach hier hinten. Okay. Aufgeschüttet. 220. Vielleicht doch noch ein bisschen. 250. Okay. Hier hinten den Bahnhof hinmachen. Okay. Wobei wir könnten ihn auch weiter vorne hinmachen. Jetzt sind wir eigentlich... Ja, hier müssen wir rauf. Sonst haben wir, je nachdem, mit dem Bahnhof dann ein Terrainproblem. Okay, Bahnhof. Hehe, lasst uns einen schönen Bahnhof kaufen. Eigentlich, ja, der ist einfach zu teuer. Das haben wir, ja eben, 15 Millionen. Der wäre natürlich auch mal wieder eine Idee. Den haben wir hier in der Gegend sowieso nicht. Das ist jetzt nicht der typische ICE-Bahnhof, aber was soll's. Der gefällt mir eigentlich. Ich muss nur gucken, wenn ich den... Wir brauchen ihn... Eigentlich brauchen wir ihn eingleisig.
Nee, wir bauen ihn zweigleisig. Wir machen hier ja noch den IC3 und seine anderen Kumpels, die hier schnell unterwegs sein sollen. Ich möchte hier einfach nicht eine riesen Kurve drin haben. Das ist ein bisschen das Problem. Ich könnte den natürlich auch einfach hier hinten hinstellen. Aber... Nee, so ist doch okay. Halt, verrutscht. Schon wieder verrutscht. Heiliges. So, und jetzt müssten wir da doch reinkommen ohne ein Problem. Jawohl, sogar mit 300 km/h. Das wollten wir nicht mal mehr. Aber okay. Nehmen wir. Hier auch schnelles Gleis. Cool, dann haben wir es ja eigentlich. Nein, das, ja, das Begegnungsgleis fehlt noch. Möglichst nahe bei Weißwasser, habe ich gesagt, weil hier hinten können wir nicht. Nach Weißwasser. Hier haben wir... Wo ist denn hier die Ausfahrt? Hier. Da kommen wir aus dem Tunnel raus, gehen gleich auf die Brücke und nach der Brücke ist dann hier hinten schon der Bahnhof. Okay, hier kommt dann noch ein Bahnhof hin. Oh, gut, habe ich geguckt. Schluss, will ich den Zug laufen lassen, eine Linie einzeichnen und dann sehe ich, da fehlt ja der Bahnhof. Also... Ja, wir könnten vielleicht können wir das Tunnelzweigler. Das wäre doch eine Idee, aber das wird sowas von nicht funktionieren. Aber wir können es ja mal testen. Dass wir das Tunnel zweigleisig machen. Dann haben sie mehr wie genug Platz, um zu kreuzen. Ja, jetzt schaue sich das mal einer an. Dann würde ich doch sagen, ist das ungefähr in der Mitte? Ach, wir machen zwei. Zweimal zweigleisig. Das ist ein Kompromiss für die Leute, die das gerne, die gerne die ganze Strecke zweigleisig gehabt hätten, würde ich mal meinen. So, gleich mal Signale setzen. Was habe ich denn hier? Moment, nein, falsch. Nicht eine Tafel. Ein Signal wollten wir. Hier haben wir ein Signal. Nehmen wir das doch wieder mal. Das muss ich gerade überlegen. Doch. Ja, was da? Wir haben zu wenig Platz für das andere Signal. Wir bauen es einfach. Ach, das geht schon, denn das sind nur zwei Züge. Eben, wir haben hier natürlich praktisch keinen Platz. Aber der Zug muss einfach hier am Signal vorbei, dass der andere da hinten starten kann. Das geht schon. Das würde schwierig werden, wenn wir mehr wie nur zwei Züge hätten. Dann heben sich die Blocksignale dann schon fast gegenseitig auf. Das kann natürlich nicht die Idee sein. So, wo gehen wir hier rein? Ich würde sagen, ein bisschen können wir hier noch mitnehmen. Ach, wir können hier sogar mit Tempo rein. Guck mal. Bis hierhin. Wow. Okay. Weil sonst bremsen die Züge dann natürlich einfach entsprechend wegen den Weichen ab. So, das sieht sogar schon besser aus. Wie schnell warten die Weiche jetzt hier hinten, apropos? Hat das jemand gesehen? Die sieht schnell aus, aber ich möchte sie schnell haben. Ich möchte nicht, dass sie nur schnell aussieht. Die soll schnell sein. Also. Das verbinden wir nochmal und jetzt im Prinzip so weit strecken, wie es nur irgendwie geht, damit wir das Tempo haben. Na, viel weiter kommen wir nicht. Da haben wir eine Kollision. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt das Tunnel da abgerissen habe, dann Halleluja, dann bauen wir es zum vierten Mal. Aber Schwein gehabt. Ja, wir haben da einfach eine Kollision, geht nicht. Wir haben hier, was kriegen wir denn maximal hin? 270, okay, 270 muss passen. So, jetzt habe ich aber hier das Signal abgerissen, das stellen wir wieder hin. Gut. Und ich würde sagen, eben als Kompromiss für die Leute, die das viel lieber zweispurig gehabt hätten, machen wir hier hinten nochmal nach dem Bahnhof auch nochmal zweispurig. Ist das unsere Schiene hier? Ja, das ist sie. Gehen wir hier raus. So, nehmen sie mit. Zumindest mal ordentlich ein paar Meter weit, würde ich sagen. Dann müssen sie auch nicht warten. Ich denke, bei so viel Ausweichgleis, wir können das ja wirklich bis da hochziehen. Dann haben wir es eh bald zweispurig. Das wollte ich genau nicht. So, hier ist Feierabend. Na, das muss doch schneller gehen.
auf 180 runterbremsen. Das ist nicht das, was ich wollte. Kriegen wir hier auf der Geraden. Weichenbau fehlgeschlagen. Ja, warum denn? Das muss doch möglich sein, hier eine Weiche zu bauen, liebes Spiel. Wenn ich das richtige Gleis erwische. Gehen so schnelle Weichen nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier kommen wir dann auf die Brücken. Da muss er sowieso langsam runterdrehen. Wir machen das hier mal mit 200 km/h. Ich hoffe, wir kommen hier über die Straße, ohne dass irgendwas kollidiert oder tyrannisiert schon bald. Terrorkonflikt. Gut, passt. Signal. Einmal so. Und einmal in die andere Richtung. Jetzt können wir hier eigentlich den Platz nehmen, benutzen, den wir haben. Das kommt hier mal direkt vor die Bahnschranke. Perfekt. Ja, liebe Leute, ich habe gesagt, schön wäre, wenn wir den ICE auch noch fahren sehen könnten. Ja, ihr seht selber, das hat jetzt halt einen Moment gedauert. Man kann das auch nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, hier so eine Strecke. Obwohl jetzt hier der letzte Abschnitt war relativ konfliktfrei, muss ich sagen. Das war jetzt cool zum Bauen. Aber wenn man natürlich das Tunnel nochmal fünfmal abreißen muss, ja, Herr Heisenberg, toll. Ja, wir kaufen als erstes in der nächsten Folge den IC1 und lassen den hier fahren und werden damit mitfahren. Das lassen wir uns nicht nehmen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.